Hallo YouTube, hallo Mitspieler, herzlich willkommen zurück bei Nick Frei zockt Euro Truck Simulator 2. Das letzte Mal sind wir hier ausgestiegen. Warum? Wir hatten dieses klitzekleine Problem mit der Lenkung, denn die hat einfach mal nicht gemacht, was sie sollte. So, aber wir haben trotzdem unseren LKW getuned und sollten eigentlich... Gucken gerade nochmal. Wir sollten eigentlich... Wow! Ja, haben wir auch. Andere Räder dran haben. Oben Lampen auf dem LKW, vorne Lampen am LKW. Also ein bisschen Tuning haben wir schon gemacht. Ist jetzt nicht ganz so die Welt, das Tuning. Aber wir haben hauptsächlich Motor und so weiter. Da haben wir richtig fett getuned. Nämlich direkt mal die nächste Ausbaustufe. Das wird jetzt 400. Was war das? Dass wir jetzt 400 PS haben. Irgendwie seltsam. Ruckelt gerade so ein bisschen. So ein ganz klein bisschen ruckelt und leckt. Keine Ahnung warum. So, dann gehen wir mal. Wo gehen wir mal hin? Frachtbörse, würde ich sagen. Aufträge gucken. Denn wir müssen wieder Geld verdienen. Wir haben gerade Geld ausgegeben. Jetzt müssen wir wieder Geld verdienen. Unser Management im letzten Part ist ja damit abgeschlossen. Und jetzt können wir von Frankfurt, oh cool, Benzin nach München fahren. Ja, das ist ja mal fett. Da kommen wir an Nürnberg vorbei. Dürft fast alles Autobahn sein. Das Ding ist gebonkt. Ha, Benzin nach München. Das ist genau das, da habe ich Bock drauf. Vor allem, das bringt richtig Asche. Sagen wir es mal so. Also, wir müssen ja unsere Kosten, unsere Ausgaben wieder reinholen. Einmal hier am Lenkrad drehen. Beinahe wäre ich geradeaus in die Wand gedonnert. Ja, der hat jetzt viel mehr Bums. Da muss ich ja... Da muss ich echt aufpassen, der beschleunigt jetzt fast wie ein Formel-1-Auto hier, der Gute. So, ich glaube, das nächste, was wir machen müssen, sind dann die Bremsen auffrischen. Nicht, dass wir eines Tages hier zu schnell in eine Kurve gehen und abfliegen. Na, weil das wäre schlecht mit so einem Laster. Repariert dürfte hier eigentlich auch alles sein, meine ich zumindest. Oh Gott, ich bin gut vorbereitet, ne? Ich habe noch nichts nachgeguckt. So, ja, genau. Repariert ist auch alles. Sprit haben wir noch einen halben Tank, macht aber auch nichts. So, und jetzt heißt's hier den tollen Anhänger nehmen und dann ab nach München. Und holla die Waldfee, ab nach München. Und wisst ihr, was ich vergessen habe? Peinlich, peinlich, aber es ist wahr. Ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, meine Stoppuhr anzumachen. Und weiß nicht, wie lang der Part wird. Super. So, da haben wir es angehangen. So, da haben wir unseren Anhänger. Da haben wir das Benzin drin. Jetzt müssen wir vorsichtig fahren. Wenn wir jetzt einen Unfall bauen, kann es bumm machen und dann ist alles dahin. Dann ist der Spielstand Geschichte. Dann hat er sich in Luft pulverisiert. Dann hat er sich erledigt. Nee, natürlich nicht, aber ja, was soll ich jetzt sagen? Also wir wollen halt einfach keinen Unfall bauen mit Benzin hinten am Anhänger oder im Anhänger drin, weil es ist ungünstig, sag ich mal. Also wenn Benzin hinter uns explodiert, so direkt im Kreuz, das ist ungünstig und nicht gewollt. Sagen wir es einfach mal so. Gut, jetzt hoffe ich, dass die das Vorfahrtsschild akzeptieren. Und natürlich macht es die KI mal wieder nicht. Warum? Warum brauchen wir auch Vorfahrtsschilder, wenn sich keiner dran hält? Ich komme mir ja vor wie im realen Straßenverkehr. Da fährt auch einfach jeder, wie er lustig und launig ist. Schon mal aufgefallen? Also, manchmal fragt man sich, für was die überhaupt Verkehrsregeln irgendwo hingeschrieben haben. Hält sich ja keiner dran. Lustig finde ich es immer, wenn sich die Polizei nicht dran hält. Das finde ich immer besonders amüsant, weil die sind ja eigentlich dafür da, damit eben ja die Verkehrsregeln eingehalten werden und dann halten die sich da selbst nicht dran. Das ist immer besonders spannend, besonders abenteuerlich. Hallo? Mal so ein bisschen rausfahren, mal gucken, was da los ist. Ist das alles Rückstau hier? Tatsache, das ist alles Rückstau wegen der Ampel da vorne. Das ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Ne, hier muss ich drücken für die Lichttube. Hier unten ist Dauer an. Wusste ich gar nicht, dass das auf dem Lenkrad hat, Dauer an. Ach, guck an, da kann ich ja sogar... stimmt, da konnte ich ja umschalten. Da sehe ich ja auch, wie viel Benzin ich noch habe.
Da steht, dass das, glaube ich, noch für 1000 Kilometer reicht oder so. So weit fahren wir nicht. Können wir einfach weiterfahren. Ach ja, das Display ist ein bisschen klein geraten. Vielleicht hätte ich mir besser einen LKW gekauft, wo das Display ein bisschen größer ist. Da ist die Hupe. Fahrt doch mal. Was ist denn hier los, Mann? Ich will ja kein Let's Play, wir stehen im Stau vor der Ampel machen, sondern ich will ein Let's Play Euro Truck Simulator machen. Fahrt doch mal. Gleich setze ich einen Blinker hier. Also das ist ja... Boah, da schleicht ein Bus um die Kurve. Komm, halt. Nein, nein, nein. Der fährt noch. Wenn ich da fahren würde, an seiner Stelle würde ich eine Strafe kriegen. Und der fährt noch. Das ist doch unglaublich. So, warten wir mal hier am Ämpelchen. Wir können ja noch ein Stück vorfahren. Die Linie ist ja noch ein Stückchen weiter vorne. Das ist schon krass, oder? Wie weit so ein LKW rein theoretisch vorfahren kann. Ich kann aus dem Seitenfenster auf die Ampel gucken. Jetzt stehe ich erst an der Linie. Der absolute Hammer. Schalala. Ja, so, fahren wir mal ganz langsam hier um die Kurve. Aber geht schon flotter, habe ich einen Eindruck, seit wir hier den 400 PS Motor drin haben. Ich bin mal gespannt, wie wir da jetzt durchkommen nach München. Also wie schnell oder wie langsam oder ob überhaupt. Ja, weil es kann ja passieren. Also wie gesagt, wir fahren ja Benzin und vielleicht kommen wir ja gar nicht durch. Vielleicht macht es ja Bumm unterwegs und dann ja, hat sich unser Auftrag in Rauch aufgelöst. Oder ich bin Feuer und Flamme für den Auftrag. Habe ich noch irgend so einen dummen Spruch? Oh, es regnet. Ja gut, dann, wenn es regnet, da kann nichts Feuer fangen normalerweise. Oh, 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 oh. Tja, ich versuche hier gerade mit zwei Händen das Steuer rumzureißen, dass wir hier hochfahren können. Aber er wirkt zumindest schon mal nicht ab. Mit 400 PS schafft er zumindest mal mit 22 km/h hier die Autobahnauffahrt hochzukommen. Und jetzt müssen wir, glaube ich, mal Scheibenwischer anmachen. Und ja, ich sag Scheibenwischer. Ich habe den Sprachfehler. Es tut mir echt leid. Ist halt so. Haben sich ja schon wieder Leute unter meinem Part 1 von Euro Truck Simulator, oder was? Der Check? Ja, und bei der Check Euro Truck Simulator haben schon wieder Leute drunter geschrieben, Wicher, wie süß, ja. Ist halt so. Andere Leute, die sprechen das R so, ne? Weil sie aus Nürnberg oder so kommen, aus der Gegend. Und da macht auch keiner Witze über das R. Ist halt so. Bei mir ist es halt... Muss man halt durch. Und da gehört sogar hin, dass ich... So, und dann fahren wir mal in den Nebel rein, in den Regen rein und wir drücken mal aufs Gas und wir fahren sogar 90 Sachen. Ey, cool, mit 400 PS, 90 Sachen, volle Kanne abgeriegelt. Sind die Dinger wirklich abgeriegelt? Also ich meine, können die wirklich nicht schneller fahren wie 90? Also ich meine jetzt nicht in Realität, sondern hier im Spiel. Also oder gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zu sagen, ja, da gibt es einen Mod, dass man schneller fahren kann, oder gibt es die Möglichkeit, mit mehr PS auch schneller zu fahren? Ich meine, wir überholen ja hier schon innen auf der rechten Spur, überholen wir ja schon Autos so schnell, wie wir fahren hier. Die Autos, die sind langsamer unterwegs wie wir. Und wir haben viel mehr Grip auf der Vorderachse, wahrscheinlich durch die neuen Reifen, die ich da angebracht habe. Das ist voll cool. Ab geht er hier. Wie Schmidts Katze geht er hier durch die Mitte. Und ich überlege schon die ganze Zeit, also ich labere hier eigentlich nur dummes Zeug, weil ich die ganze Zeit überlege, was ich euch überhaupt erzählen kann heute. Ich bin echt am Überlegen. So, ja, wo ich das Wetter sehe. Vielleicht reden wir mal über das Wetter. Ne? Ist ja echt abartig, oder? Die Fußball-Bundesliga-Winterpause ist rum. Ja, Fußball-Bundesliga-Winterpause ist rum und pünktlich zum Ende der Winterpause fängt es an, in Deutschland zu schneien. Ja, während der ganzen Winterpause hatten wir so 20 Grad im Schatten. Wow! Okay, da ist Stau vor uns. Und da kommen sie dreispurig, kommen sie und überholen uns. Was ist da vorne für ein Schleicher? Hey! Alter, fahr!
Okay, dann ziehen wir vorbei. Hinter uns, der hat schon, hat der Lichttube gegeben? Nee. Jetzt überholen wir den Stau hier. Ja, Bundesliga-Rückrunde hat begonnen. Die Winterpause ist rum und pünktlich zum Ende der Winterpause kommen die auf die glorreiche Idee und lassen schneien. Nee, war anders. Das lässt sich keiner einfallen. Nee, also in der Winterpause, Leute, das müsst ihr euch mal geben, in der Winterpause waren es 20 Grad. Nee, Quatsch, 20 nicht, aber 10, 10, 12, 13 Grad in Deutschland, ja. Und kaum ist die Winterpause rum, fängt es hier an zu schneien. Das ist unglaublich, oder? Pünktlich zum Ende der Winterpause. Ich habe gedacht, ich höre nicht richtig. Und dann meinte eine Reporter auch noch so ganz cool, das wäre Standard. Ja, wenn das Standard ist, frage ich mich, warum ändern die da nicht mal was? Die Winterpause später anzusetzen oder die Winterpause wie in anderen europäischen Ländern einfach ausfallen zu lassen. Ich meine, braucht man die Winterpause wirklich? Also wenn ich mir zum Beispiel das Spiel angeguckt habe, Dortmund, ja. Da hat der Reporter auch gesagt, der da im Stadion war, sagt er, der Götze, kaum war er wieder fit, kaum war er wieder drin, kaum war er da voll in seinem Torrausch, machen die eine Winterpause. Einfach so. So, zack, Winterpause, durfte nicht mehr spielen. Und jetzt nach der Winterpause muss er erstmal wieder in den Rhythmus reinkommen, dass er überhaupt mal wieder so spielen kann wie davor. Und ich stelle mir das schon schwer vor, warum macht man es nicht wie in anderen europäischen Ligen, wo man einfach die Winterpause ausfallen lässt? Oder die Winterpause so weit ausdehnt, damit eben diese Schneesaison, die dann meistens nach der Winterpause kommt, dann halt rum ist. Oder die Winterpause so verschiebt, dass die dann rum ist. Ja, ich meine, andere europäische Ligen, die haben Angst in der Champions League gegen uns zu spielen, so im Januar rum, Februar rum, weil die hatten Spielbetrieb und wir hatten Winterpause. Bei uns konnten sich die Spieler erholen, konnten trainieren und sie sind im Spielbetrieb. Und ja, sind halt angeschlagen, sind fertig, sind müde. Und dann geht's in die Champions League und dann geht's gegen deutsche Vereine. Ist ja eigentlich auch eine Wettbewerbsverzerrung, oder? Ich meine, wir regen uns auf, dass da irgend so ein Scheich Manchester City mit Millionen unterstützt. Ich meine, bringen tut's ihnen trotzdem nichts, ne? Hat man ja gesehen. Geld schießt halt nun mal keine Tore. Ja, aber wie soll ich sagen? Also wir regen uns darüber auf. Die regen sich darüber auf, ja. Muss man auch mal ganz deutlich sagen. Also ich meine, wir haben jetzt durchgesetzt, dass es den Wettbewerbs, also diesen Financial Fair Play gibt. Da war ja der DFL und so weiter, die war da ja ganz heftig mit involviert und hat gesagt, nee, es müssen Budgets festgelegt werden, dass da nicht Vereine über die Stränge schlagen und mit Milliardenunterstützung sich den Titel kaufen. Es muss für alle finanzierbar bleiben, der Sport und so weiter. Financial Fair Play verabschiedet. Ja, und was ist mit unserer Winterpause? Jetzt mal ganz im Ernst, das ist eine ernste Frage. Also, was sagt ihr denn dazu? Ich meine, so eine Winterpause ist doch auch Wettbewerbsverzerrung. Bei uns ruhen sich die Spieler aus, in England müssen sie spielen. So, dann kommen die Champions League, dann kommen die Engländer, sind schon fertig von ihren englischen Wochen, total im Eimer, total auf dem Zahnfleisch gehen. Die armen Stars da drüben, die 3,50 Euro verdienen. Und ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade so sarkastisch übertreibe, aber ich finde das immer so heftig. Also ich meine, stellt mal so einen Sportler, also ich will jetzt nicht die Leistung spielen, um Gottes Willen. Ey, die machen ja ganz viel Sport und müssen ganz viel trainieren und müssen ganz viel Spiele machen. Ist ja legitim, ja, dass die für ihre Leistung auch Geld beziehen, aber ey, jetzt mal ohne Witz, stellt mal so einen Sportler 8 Stunden ans Fließband bei Opel. Ich glaube, der geht freiwillig zurück ins Training. Ich glaube, der läuft jeden Tag eine Extra-Runde, wenn er da nicht mehr hin muss oder so. Also ich meine, die armen Sportler, ja, die da in England für Millionen von Euro gegen den Ball treten, die können sich nicht ausruhen über den Winter, ja, man soll es nicht glauben. Und die Deutschen, die legen sich da faul in die Sonne Spaniens. Ist unglaublich, oder? Und dagegen macht keiner was in Europa. Also ich meine, Europa ist ja eh so, die wollen ja alles regeln, ja. Habt ihr das gehört? Ne? Nachdem sie jetzt uns die Energiesparlampe aufgedrückt haben, die überhaupt keinen Sinn macht in Räumen, wo man nur kurz Licht braucht, weil sie da mehr Strom frisst wie alles andere, was wir jemals dort hängen hatten. Da wollen sie jetzt hingehen und wollen jetzt auch noch reglementieren, dass da nicht mehr so viel Wasser aus dem Wasserhahn läuft.
Also ich vertrete ja die Auffassung, wenn die Welt mal untergeht durch eine Naturkatastrophe, dann sagt die Natur, Mensch, du warst bös zu uns, du hast überall, hast du die Umwelt vernichtet, hast Wasser verschwendet, hast Abgase in die Luft geblasen, außer die Deutschen. Ja, also ich glaube, das machen die dann irgendwann mal so, die ganze Welt geht unter, nur Deutschland bleibt da. Ja, weil wir so fair waren zu der Welt. Ich meine, die Chinesen, ich weiß nicht, wer die Bilder gesehen hat im Fernsehen, die Chinesen haben da so ein bisschen Smog gehabt. Entschuldigung, wenn ich da lachen muss, so ein bisschen Smog. Ja, die hatten da wirklich so ein bisschen Smog gehabt, ja. Und die Weltpresse hat aufgeschrien, dass da Leute an Krebs erkranken und nicht mehr atmen können und da Schutzmasken tragen müssen, die so teuer sind, dass sie sich nicht leisten können. Ja. Und es bleibt nur über China oder wie. Also es gibt keine Winde, die über die ganze Welt gehen oder so. Ne? Die Atmosphäre über China wird dann auch geschädigt. Betrifft uns hier aber nicht in Deutschland, weil wir haben Energiesparlampen und wir haben Wassersparhähne und Biotonnen und Mülltrennung und was haben wir noch alles. Ja, und die Amis, die fahren Autos, die 15 Liter auf 100 Kilometer verbrauchen. Richtige Rußschleudern. Ne? Super Sache. Ja, aber wir Deutschen, wir holen alles wieder raus. Ne? Wir bringen die Erde wieder ins Gleichgewicht. Dafür fahren wir dann Autos, die nur noch 3 Liter brauchen. Und ja, das gleicht schon alles aus. Wenn dann die ganze Welt untergeht, ich stelle mir das lustig vor, so Hurricane über Europa, genau an der deutsch-französischen Grenze macht er alles platt. Ja, weil die Franzosen ja auf Atomkraft setzen, was wir ja nicht mehr tun. Nein, tun wir nicht mehr. Wir machen erneuerbare Energien. Und ja, die Franzosen machen alles in Atomkraft. Und das Lustige ist, die Atomkraft, ja, die ist ja auch so, die kennt keine Ländergrenzen. Also wenn da so ein Atomkraftwerk an der deutsch-französischen Grenze hochgeht, ja. Aber dafür haben wir sie jetzt alle abgeschaltet. Ja, ganz wichtig, wir mussten die abschalten. Ne? Falls die hochgehen, würden wir ja sterben in Deutschland. Falls eins in Polen hochgeht, sterben wir Deutschen natürlich nicht. Und falls eins in Frankreich hochgeht, sterben wir natürlich auch nicht. Wir sterben nur, wenn eins in Deutschland hochgeht. Und deshalb mussten wir die in Deutschland alle abschalten. Deshalb steigt jetzt unser Strompreis, ne? Wegen den erneuerbaren Energien. Haben wir ja alle schon gehört. Ja, und wegen diesen Energiesparlampen und wegen den Wasserhähnen, die jetzt Wasser sparen sollen, ja, wegen den Geschichten wird die Natur sich bei uns bedanken, und wenn dann ein Hurricane über Europa geht, dann macht er genau die Ländergrenzen von Deutschland, die wird er nicht überschreiten. Ja. Der wird dann irgendwo sagen so, hier stehe ich und da ist die Grenze von Deutschland, und weil ich hier stehe, nö, die Grenze, die überschreite ich nicht, weil die haben ja Energiesparlampen und Wassersparhähne. Stelle ich mir lustig vor. Die Situation würde ich gerne mal erleben. Oder Luftverschmutzung und Smog, ne, treibt über ganz Europa, weil jeder Benzin verbraucht bis zum geht nicht mehr. Und dann sagt er, nee, die sind E10 gefahren. Die kriegen keinen Smog. Und dann kann ich mir vorstellen, wie sich die Merkel hinstellt und schreit, das ist ungerecht. Wir wollen unseren Teil an Europa auch einnehmen, haben, wollen, tun. Ja, es gibt keine Alternative. Ne? Wir wollen auch unseren Teil von Europa einhalten und gibt uns auch Smog. Wir wollen nicht außen vor stehen oder so. So irgendwas kommt da bestimmt irgendwann. Also stelle ich mir alles lustig vor. Bin wirklich mal gespannt, ob die Natur sich dran hält. Die Amerikaner haben jetzt vor kurzem mitgekriegt, dass die Natur jede Rechnung bezahlt. Als der Hurricane da Richtung New York gewandert ist, ne, da zeigen die wirklich eine Amerikanerin, die da steht und sagt, womit haben wir das verdient? Sagt die im Interview. Da wollte ich sagen, wo soll ich anfangen? Also ich meine jetzt mal ganz im Ernst. Womit haben wir das verdient? Sagt eine Amerikanerin im Fernsehen, und ich stelle mir wirklich die Frage, wo zur Hölle soll ich anfangen? Ja, ich meine, Irak, Afghanistan, Iran, Nordkorea, also ich glaube, denen fallen 1000 Gründe ein, warum die es verdient haben. Also ich meine jetzt, ich will da jetzt nicht makaber sein, ich meine, ich mag ja die Amerikaner, ich habe es euch ja schon 1000 Mal gesagt, ich mag die ja, aber auch, ne, 15 Liter fressen denen ihre Autos auf 100 Kilometer, fahren sie die großen Jeeps, die alles vollrusen, Energiesparlampen sind für die böhmische Dörfer,
Ja, es ist, ich glaube, wenn man denen was von Energiesparlampe erzählt, sagen die, um Himmels Willen, ist das krank, ist das heilbar? Gibt es da Tabletten gegen? Und also die kennen das alles nicht. Die kennen weder Benzinsparen, noch kennen die Energiesparlampen, noch kennen die Wassersparhähne, ja, die Europäische Union da jetzt durchsetzen will. Und die sind mit eins der verschwenderischsten Völker, die es gibt auf dieser Erde. Muss man wirklich so sagen. Und dann stellen die sich da ganz cool ins Fernsehen und sagen, womit haben wir das verdient? Ein Hurricane, wenn die Natur mal zurückschlägt und sagt, ey, ist mal genug hier mit eurem Luftverpesten und Wasserverschmutzen und naja, ist schon witzig. Also wenn das irgendeiner ein Drehbuch schreiben wird, wird man sagen, das ist so unrealistisch. Das kann überhaupt nicht sein, ja, aber die Realität ist, ja, wie soll ich das sagen? Die Realität ist heftiger wie jedes Drehbuch, muss man echt so sagen. Die Realität ist meistens heftiger wie jedes Drehbuch. Ich sag nur eins, ey, hätte mir mal einer gesagt, ja, dass ein Erpresser, das muss man sich mal geben, dass ein Erpresser hingeht und im Dschungelcamp sich freiwillig einknastet. Das hätte ich nie geglaubt. Ja? Aber ich meine, Übung hat er ja. Kann man ja lassen. Also ich meine, der hat das auch ganz locker hingenommen. Für den war das total stressfrei. Für den war das easy going, ne? Ah ja gut, wenn man so ein paar Jahre da in der Haftanstalt gesessen hat, der lacht über den Dschungel. Das ist unglaublich. Naja, und während er da drin gesessen hat, haben ja andere gedacht, sie könnten da mal in Berlin so einen Tunnel graben in eine Bank. Ne? Das Gute war ja, dass die den Tunnel gegraben haben, während er da drin war. Sonst könnte man ja noch auf die Idee kommen, er wäre es gewesen. Aber nein, die haben wirklich den Tunnel gegraben, als er da drin war. Und damit hat er schon mal ein Alibi, weil auf ihn waren 1000 Kameras gerichtet. Und wie Joey so schön gefragt hat, wird hier gefilmt? Super. Aber die Realität, wie gesagt, die ist lustiger wie manchen Comedy-Programm und wie manchen Drehbuch. Und wir sind in München angekommen. Ich kann es kaum glauben, ey, wie schnell wir hier unterwegs waren. Alter Schwede, habe ich jetzt überzogen? Nee, ich müsste irgendwo bei so, oh Scheiße, bei einer halben Stunde, glaube ich, liegen. Da hätte ich ja doch ein bisschen überzogen. Naja, ich war gerade so in Fahrt, weil als mir das einfiel da, ne, mit Energiespar, Birnen und so weiter. War schon lustig. Aber mal eine blöde Frage. Hier ist so ein Werk, wo wir einen Anhänger hinten dran haben. Und hier, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Scheiße. Hier, wo ich gerade vorbeigefahren bin. Setze ich einen Blinker, glaube ich, in die falsche Richtung gerade. Ich liebe es. Ich warte nur aufs Bumm. Ja, und hier müssen wir es abliefern. Also da drüben ist so eine Firma, die das macht, was wir angeladen haben. Und hier müssen wir es abliefern. Also so ein bisschen sinnlos ist so manche Frachtfahrt ja schon. Ja, da brauche ich mal einfach nur mal über die Straße zu fahren. Aber ist ja nur ein Spiel. Wobei, wahrscheinlich hat dieses Spiel wieder mehr Realität intus. Wie die Realität selbst. Also wahrscheinlich gibt es in der Realität noch verrücktere Situationen, wo man sich dann wirklich fragen kann, so, wer ist denn auf die Schnapsidee gekommen? Ich meine, das beste Beispiel ist ja, da gibt es Müllabfuhr, die von den Ostbundesländern mit ihren Autos über alle Autobahnen Deutschlands fahren. Um dann irgendwo in der Weststadt, also ich sage das jetzt mal bewusst so provokant, irgendwo in so einer westdeutschen Stadt den Müll abzuholen, um ihn dann wieder in Ostdeutschland auf Mülldeponien zu fahren. Sowas gibt's. Ja, das ist ja fast genauso stupide wie hier eine Fracht zu fahren, wo 3 Meter nebenan das Werk steht, was die gleiche Fracht beinhaltet oder wo man die gleiche Fracht holen kann.
Naja, wie auch immer, wir geben hier mal die Fracht ab und sehen wieder, wir haben ausgezeichnete Arbeit geleistet, sind 395 Kilometer gefahren, hat 5 Stunden 10 Minuten gedauert. Wir haben mal 194 Liter rausgeplättert hier. Dafür kriegen wir 13.900 Euro. Und dann, ja, brauchen wir einen neuen Auftrag und den fahren wir dann in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Nick Freizockt den Euro Truck Simulator 2. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß auf YouTube, viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut, bye bye.